Na, nicht einschlafen. Ich habe für eine Regionalkonferenz namhafte Politiker und Nichtpolitiker eingeladen in die Matthias-Richtling-Show, damit sie sich um ihre Sympathie bewerben. Sie haben alle abgesagt, aber ich spiele sie selber, ist kein Problem. Kommen Sie mit, nicht einschlafen. Komm. Vielen Dank. Dankeschön. Wie schön, dass Sie noch wach sind. Willkommen zur Matthias-Richtling-Show, Ihr Dauercasting für Politiker und andere, die ja nicht wissen, wo sie noch runterkommen sollen, damit sie ihre Clubs und ihre Parteien in die Unbekanntheit führen. Die SPD hat ja jetzt, abgesehen vom Finanzminister, ein Dutzend unbekannte No-Names ausgegraben, damit sie sicher sind, dass sie beim nächsten miesen Wahlergebnis behaupten können, keiner hätte sie gekannt. Ja, ja. Hier, Ralf Stegner und Gesine Schwan zum Beispiel werden uns heute zeigen, ob sie unbekannt genug sind, um sogar schlechte Demoskopie der SPD zu rechtfertigen. Unser Gast Uli Hoeneß entzieht seinem Verein seinen Supernamen. Donald Trump führt seine USA in die Isolation aus der Weltgemeinschaft. Thomas Strobel macht sich unbekannt als Spitzenkandidat der CDU in Baden-Württemberg und zeigt uns seine Fassungslosigkeit, dass Winfried Kretschmann sich mal wieder, also überhaupt kein Deutsch, schert um diese neuen gesellschaftlichen Gepflogenheiten. Er bleibt beim Alten, er liefert Kontinuität und hat sich ja bekanntlich jetzt entschlossen zu einer dritten Amtszeit, weil Kretschmann sagt, das ist ja auch dann viel leichter aus dem Amt raus, ja, statt von außen irgendwie zu kandidieren für eine vierte und fünfte Amtszeit. Ja gut, also meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie wissen, naja, ich weiß, wie Sie wissen, habe ich mich entschieden, ja, es ist bekannt, habe ich mich entschieden nach monatelangen inneren Kämpfen. Ha, das ist ja der größte Witz. Also wirklich, das wussten Sie von Anfang an. Und jetzt das Rumgezicke, habe ich mich entschieden nach monatelangen Kämpfen, schweren Herzens, Rücksprache mit der Familie, bla 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 bla. Kann ich jetzt, ja, von mir aus, es kräht sowieso schon jedes Kind von den Dächern. Ja gut, also meine sehr verehrten Damen und Herren, nach monatelangen inneren Kämpfen habe ich mich entschieden, also wirklich, das Klimapaket der GroKo nicht anzusehen als Abkupferei des Wahlprogrammes der Grünen. Ach so? Ja, was haben Sie denn gedacht? Ja, dass Sie uns nochmal auftischen, dass Sie antreten für eine dritte Amtszeit. Ja. Das kräht doch schon jedes Kind von den Dächern. Ja, das sag ich ja. Ja, aber ich hab's nicht gesagt. Ja, ist ja gut. Aber wenn Sie sich so echauffieren über mich, warum wollen Sie mit mir noch eine weitere Amtszeit machen? Das frage ich mich dann auch. Da brauche ich doch Sie nicht dafür, für eine dritte Amtszeit. Sonst hält Sie ja keiner aus. Ich finde schon einen. Den Dackel möchte ich sehen. Ich wollte sagen, also, das ist der Dank, dass ich Ihnen das Regieren gerettet habe. Bitte? Ja. Indem ich bereit war, als Koalitionspartner zu fungieren. Ach, zu furunkulieren, ja. Aber ich brauche Sie überhaupt nicht. Oh, meine Beliebtheitswerte sind dermaßen angestiegen, dass Sie gar nicht mehr messbar sind. Ja, durch mich. Bitte? Ja. Was haben Sie denn getan für meine Beliebtheitswerte, ja, bitte? Unauffälligkeit. Ja. Ja, wenn die Baden-Württemberger den Ministerpräsidenten direkt wählen könnten, dann hätten sie 67%, hätten sie 67%. Ja, also. Ja, und ich hätte 14%, bitteschön. Ja, ja, also. Ja. Hätte ich 50%, da könnten sie gar nicht 67% haben, weil bei 100% Beliebtheit ist Ende der Fahnenstange. Und wenn sie 67% minus 100 nehmen, dann kommen sie gar nicht über 67% rüber. Umgekehrt wird ein Strobel draus. Ich lasse Sie seit fast 3 Jahren mitregieren. Ach, na ja, also. Und zum Dank nehmen Sie mir noch 14% von meinen Beliebtheitswerten weg. Ich könnte viel mehr haben wie 67%. Sie sollten immer bedenken, in einer Demokratie hat keiner das Amt gepachtet. So, ich habe das Amt doch nicht gepachtet. Was fällt Ihnen denn ein? Das ist eine Unverschämtheit, mir sowas zu unterstellen.
Nach 8 Jahren und 67% Beliebtheit, da können Sie davon ausgehen, das Amt gehört mir. Wenigstens brauchen die Grünen ja durch Kretschmanns Willen zur dritten Amtszeit keine 23 Regionalkonferenzen, wie sie die SPD jetzt abhält, um wenigstens eine letzte Amtszeit zu bekommen. Über ein Dutzend Kandidierende pesen ja durchs Land und man fragt also, wer die SPD noch nie gesehen hat, noch nie was von ihr gehört hat, der denkt, was machen die, suchen die eine Wohnung oder suchen die eine Stelle als Klofrau, was machen die denn? Nein, sie suchen eine Stelle als Parteichef. Da könnte übrigens ein Duo Erfolg haben, bei dessen männlichem Teil die Griesgrämigkeit der Deutschen über GroKo und Klima und Feinstaub am besten optisch vertreten wird im sauertöpfischen Gesichtsausdruck von Ralf Stegner. Ja, also Parteivorsitz der SPD zusammen mit Gesine Schwan. Wie stelle ich mich da vor? Am besten sage ich, ich bin Ralf Stegner. Ja, klingt ein bisschen dröge. Gegen Gesine Schwan, das klingt zu groß, so poetisch. Schwan, Schwansee. Langer Hals, reines weiß Gefieder. Aber viele werden noch sagen, Trauerschwan, Höckerschwan, Buckel, Entenvogel, Gans. Naja, also ich glaube, Stegner können wir erstmal lassen. Und dann, wie präsentiere ich mich da? Viele sagen, ich soll optisch was tun, mehr lachen. Ja, er geht ja gar nicht. Dann was mache ich vom Inhalt her? Was sage ich da immer? Rente, Steuer, Miete? Ja, das muss auch reichen. Und dann ganz wichtig, ach, das ist ganz wichtig, die ländliche Region, die nie abgehängt werden darf, das ist die SPD. Da kommt Lachen danach vielleicht. Und dann ganz wichtig zu sagen, die GroKo. Die GroKo hat einen schlechten Ruf. Wir als SPD, wir wollten hier rein in die GroKo, wir wollen raus. Das haben wir 4 Tage nicht gesagt, das muss öfter gesagt werden. Denn die GroKo schadet der SPD, genau. GroKo setzt nichts um von SPD-Politik, da müssen wir was tun. Die Wähler müssen wissen, GroKo ist scheiße, da kommen sie raus, da kommt nichts raus. Wo? Wählt die SPD bis zur absoluten Mehrheit. Und dann, weil Bertelsmann-Stiftung, die sagt, ah ja, die Vorhaben der GroKo kommen in Höchstgeschwindigkeit voran, wir arbeiten besser als alle Vorgängerregierungen und 60% unserer Vorhaben hätten wir angepackt und da, nee, das ist ja absolut kontraproduktiv. Nee, das geht ja gar nicht. Wo jeder weiß, wir die SPD, wir wollen selber eine Bilanz vorlegen, wo wir Gründe brauchen, aus der GroKo rauszugehen. Da kommt auch kein Lächeln danach. Ein bisschen die Haare ein bisschen durcheinander, wie der Boris Johnson das macht. Wir haben halt auch keinen richtigen Erfolg. Und dann, Studien sind für... Schäfer-Gümbel, ja genau. Die SPD macht gute Arbeit. Nee, ist ja auch unerträglich. Wir müssen uns überlegen, wie wir die, die uns gut reden, korrumpieren, bestechen, damit sie was Schlechtes von uns sagen, weil positive Schlagzeilen, das können wir als SPD im Moment gar nicht gebrauchen. Das passt auch nicht zu meinem Gesicht. So, also, oder wie mein Kollege Winfried Kretschmann gerne sagt, ja gut, also, Spitzelwirtschaft und Steuerhinterziehung, Korruption, diese ganzen Negativer, das sind natürlich alles Dinge, die ich als Uli Hoeneß und FC Bayern in einer Person überhaupt nicht mich tangieren lasse. Und so war es mir auch wichtig, dass ich gerade jetzt mit einem tadellosen Ruf als Präsident und Manager das hinkriege, dass ich lupenrein meinen Hut nehme und mit einer grandiosen Bilanz meinen Sieg über den FC Bayern kröne. Die Fußstapfen, die ich hinterlasse, sind natürlich übermenschlich natürlich groß, das weiß ich auch. Um die zu füllen, da reicht also eine Hundertschaft von einem Polizeieinsatz nicht. Da war es ja klar, dass also das Rumgefurze auf der Jagd, noch nicht gerade jetzt an der Stelle zum Donnerwetter nochmal, das Rumgefurz auf der Jahreshauptversammlung von der Gurke Bachmeier im letzten Jahr. Nur der jämmerliche Versuch war, mich klein zu machen, damit dieser Bachmeier sich ja mit dem ganzen Körper längs in meine Fußstapfen reinlegen kann. Ich habe gar nicht zugehört, aber da war jeder Satz bis zum Schluss eine Unverschämtheit. Der Verein sei nicht mein Eigentum. Ja, da sollte Herr Bachmeier mal ins Grundbuch schauen.
Ich täte nachtreten und hätte scheiß Argumente. Ha! Ist doch gar nicht mein Niveau. Dieses Granatenarschloch. Aber es ist ein Jahr her, das hat natürlich überhaupt nichts zu tun mit meinem Rücktritt. Jetzt macht doch euren Scheiß alleine. Ich stehe gerade wieder da als Triumphator und kann mit vollen Segeln gehen. Hat er versaut mir doch das Oberlandesgericht Frankfurt jetzt die Schlagzeilen über meine Makellosigkeit, indem sie ausgerechnet jetzt die Verbandsbosse vom DFB, den Niersbach und den Zwanziger, anklagen müssen wegen Steuerhinterziehung. Ja, was erlauben die sich eigentlich? Was heißt, fragt, macht doch nicht so einen Wind mit so einer blöden Frage. Ist ja unglaublich. Das wissen die doch ganz genau, dass da gleich wieder die Assoziation da ist zu meiner Steuerhinterziehung von damals. Die habe ich aber bar abgesessen in Naturalien. Jeden einzelnen Tag habe ich da bezahlt mit meinem Knast, ach, lass mich doch in Ruhe. Dann kommen die da daher wegen 6,7 Millionen. Mein Knast war so lang, das hätte gereicht für 67 Millionen. Aber dann Gelder verplempern, Milliarden bei Stuttgart 21 und beim Berliner Flughafen. Wer sitzt denn da eigentlich im Knast? Die WM war 2006. Ha! Jetzt kommen die 2019 wieder dahergedackelt. Kinderschändung verjährt manchmal schon nach 5 Jahren. Das sage ich euch. Wenn Korruption im Fußball und Steuerhinterziehung auch so lange brauchen täten, wie die Staatsanwälte sich jetzt Zeit nehmen, ha, da hätte mir nie eine WM gekriegt. Ja. Gegen Korruption und Steuerhinterziehung, Mauschelei und Selbstherrlichkeit hat sich ja übrigens seit Jahren die Vorsitzende der SPD-Wertekommission massiv eingesetzt. Und diese Gesine Schwan heißt sie, hat ja viel geleistet für die SPD. Sie ist nie Bundespräsidentin geworden. Sie war nie Vorsitzende der SPD. Das will sie jetzt ändern, zusammen mit Ralf Stegner. Für die SPD ein Schwansinn. Wir fragen Sie mal. Wir fragen Sie, wie sie das gemeint hat und fragen Frau Schwan. Guten Abend, Frau Schwan. Dankeschön. Guten Abend, Frau Schwan. Schönen guten Abend. Hier bin ich. Ja, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Sie wollen ja zusammen mit Ralf Stegner ein Duo bilden, das dann die SPD, wollen Sie ja mit an Stegner. Ja, und wir sind von mir überzeugt. Aha. Überzeugung steckt an. Wir sind ohne Konkurrenz. Wir möchten vorsitzen und ich habe auch schon oft geübt, auf Unibällen, auf Pudel schauen. Und ich kann Ihnen sagen, gegen uns sind die anderen Kandidaten, inklusive Olaf Scholz, nur Randfrisuren. Ah. Nun gibt es ja große Unruhe in der SPD und diese Unruhe Unruhen haben etwas Belebendes, etwas Reinigendes, etwas Aufrührerisches. Sie sind quasi Fußballbegeisterung ohne Krise, aber auch ohne Fußball. Unruhen sind das Händewaschen des Geistes in den Schlammpfützen der Gegenwart. Das ist gut gegen Anfälligkeiten und Allergiesymptome. Schlamm ist gut für Abwehrkräfte. Wir wühlen ihn auf. Das klingt ja wie Schwanengesang für die SPD. Da haben Sie etwas grundsätzlich missverstanden. Ach was? In der SPD gibt es eine hohe Diskrepanz zwischen Wort und Tat. Über die Taten wird in der SPD nicht gesprochen. Das ist ein philosophisches Problem. Ich will die SPD dazu hinbringen, dass ihre Tat zum Wort wird, gemäß Ludwig Wittgenstein. Was ich nicht gesagt habe, habe ich nicht gedacht. Aber was ich nicht gedacht habe, ist oft schon getan. Und was getan ist, muss ich nicht gedacht haben. Wir müssen die Tat zur Wahrheit machen. Vom Worte bleibt uns nichts. Der reine Widerspruch von Wort und Tat, das ist die SPD. Ich sage Ihnen von Schwan zu Schwan, Ralf Stegner und ich, wo ist er? Ralf Stegner und ich, wir wollen Immanuel Kant sein für die Niederung derer, die zu Hause sind bei Dieter Bohlen und Love Island. Puh, mein lieber Schwan, wie wollen Sie denn 420.000 SPD-Mitglieder begeistern? Da bewährt sich, dass ich schon früh mich vorbereitet habe auf dieses Amt. Ich habe immer schon meine Haare, meinen Hut in den Ring werfen wollen. Wir wollen jetzt nur klar machen, wer ist in unserem Duo die Frau. Und wenn das schief geht, was ist dann? Wenn es schief geht, ich habe mich schon früh fotografieren lassen mit einem Schwan. Er war ausgestopft. Und wenn es schief geht, kann ich damit doch zu Roncalli. Aber ich sage Ihnen, ich wäre im Amt die Rede mit gleichzeitiger Dolmetscherisierung in Gebärdensprache. Wir müssen klar machen, wir können mehr aus der SPD machen. Krawatten mit Jamaika-Farben, Büros mit Migrationshintergrund.
Silberbesteck, etwas glitzernde Accessoires. Ich nehme die Wahl an. Ich hoffe, wir werden bestätigt. Ich habe es schon längst getan. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir, Ralf Stegner, Gesine Schwan und ich, wir bewerben uns um den Zustand der SPD, um den Vorsitz der SPD, weil es uns um deren Nachhaltigkeit geht, um deren Wertschöpfung. Was bekommen wir von der SPD raus, wo der Wähler so wenig hineinbringt? Politik muss gefragt werden. Da müssen wir klar machen, dass es Klima gibt und dass Waffenexporte unterbunden werden. Und dass da die SPD bereit ist, darauf zuzugehen. Genau, und das ist das philosophisch seiende Element in der sozial-ödemokratischen Handlungsmöglichkeit, die sich darin niederschlägt, dass Gerhard Schröder als Bundeskanzler 1998 die Waffenexporte damals verdoppelt hat. Das war gut, denn sonst gäbe es heute zu wenig Waffenexporte, um dagegen sein zu können. Ja, das kann sein. Gemäß der alten Regel, ich trete heute in die AfD ein, damit ich morgen austreten kann. Dann gibt es schon einen AfDler weniger. Deformation professionell. Das Problem ist auch, dass viel zu viele Lebensmittel weggeworfen werden und dass die Menschen anderswo verhungern. Da müssen wir was tun und da müssen wir als SPD dagegen angehen. Das ist überhaupt ein praktikabel semantischer Überbau, der in Konflikt steht zwischen Hunger und Umwelt. Wie bekommen wir unsere Lebensmittel in die Hungerregionen der Welt? Dazu brauchen wir, und zwar möglichst schnell, damit sie nicht noch mehr verderben. Dazu brauchen wir mehr Flüge, mehr CO2, mehr Fußabdrücke im Klima, also weniger Umwelt, damit die Menschen in anderen Teilen der Welt etwas zu essen haben. Wir wollen, wie wir sehen, gerade aber im Moment mehr Umwelt haben. Das heißt, wir müssen auf Flüge verzichten. Das heißt, in anderen Teilen der Welt müssen Menschen auf ihr Leben verzichten durch Verhungern. Man muss es so sagen, wie es ist. Umweltschutz kostet Menschenleben. Deformation professionell. Ja, da spielt die Migration eine Rolle. Die Menschen müssen nicht mehr sterben auf dem Mittelmeer. Sie können auch ganz woanders sterben. Und diese Dinge und diese Aussagen teilen wir nach dem demokratischen Prinzip unter uns auf, nach dem Motto, ene minu und raus bist du. Jetzt bist du raus. Hoffentlich gibt es bei der Tour der SPD keine Verwechslung und man bucht Schwan Stegner und ihre Comedy-Kollegen nicht für bunte Abende oder Firmenveranstaltungen, obwohl die SPD auf einem guten Weg ist zu einem mittelständischen Betrieb. Mit dieser Doppelspitze bieten sich aber eigentlich wieder zu viele Meinungen an. Wäre es nicht besser, man hätte einen an der Spitze da, der auf den Putz haut, der wie Schröder oder Gabriel oder Uli Hoeneß, der ja jetzt frei wird. Wir fragen ihn mal, ob er Lust hat. Uli Hoeneß, guten Abend. Uli Hoeneß. Ah. Ja, also, bitte. Guten Abend. Ist in Ordnung. Wie werden Sie durch Ihren Weggang beim FC Bayern frei für die SPD? Ja, bist du verrückt geworden? Also, ich habe schon genug gesessen in meinem Leben. Da mache ich mich doch nicht strafbar wegen Parteienschändung. Schändung? Wieso Schändung? Ja, also was willst du denn sonst mit denen machen? Da kannst du ja bloß reinschlagen. Ja? Und dann aber dem Volk dauernd Verbote aufdrücken. Und Was denn? Ja, also keine SUVs, kein Öl, kein Fleisch, keine Kaugummis, kein Luftballons, kein Das sind doch die Grünen. Also ist doch egal, das ist doch alles ein Gesocks. Ein Staat, der mir jetzt so meinen gloriosen Abgang versalzen hat. Man soll es nicht glauben. Ja, ja, damit haben Sie ja nicht hinterm Berg gehalten. Das haben wir gesehen. Ja, also ich kann es nur noch mal sagen. Ich trete zurück vom FC Bayern mit hoch erhobenem Haupte. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe überhaupt nur Himmel über mir. Weil also man muss in meiner Position schon aufpassen, dass man nicht dauernd stolpert über die vielen, die unter einem stehen. Und die Würstle sind, die ich eben in der Wurstfabrik meiner Kinder nicht produzieren lasse, aber mental verspeise bei jedem Stadionbesuch. Wie zum Beispiel die Staatsanwälte und Oberlandesgerichtsoberen von Frankfurt, diese Würstle.
Da stehe ich gerade wieder da mit einer hervorragenden Bilanz und will triumphal abgehen vom FC Bayern. Da kommen die wieder daher und mäkeln wegen 6,7 Millionen und Steuerhinterziehung und Korruption und der Niersbach und 20er und gekaufte WM. Ja, geschenkt war es nicht. Wenn wir was bezahlt haben, dann doch nur, um die WM zu retten aus den Klauen der Afrikaner und Araber, die den Fußball kidnappen, wie zum Beispiel in Katar. Und das hätte ich mal sehen wollen, wenn wir die 6,7 Millionen nicht bezahlt hätten und die WM wäre gegangen nach Afrika. Und es würde jetzt bekannt, dass wir das vermasselt haben, weil wir lumpige 6,7 Millionen nicht bezahlt hätten. Da würde dir sowas von über uns herfallen. Das ist doch alles verlogen zum Donnerwetter nochmal. Ach was, Frage. Hör doch endlich mal auf mit deinen blöden Fragen. Das Oberlandesgericht muss sich fragen lassen. Da werden Milliarden verplempert bei der Bahn und bei der Bundeswehr. Ja, wir verplempern es beim Fußball. So, und wer steht jetzt besser da? Der Fußball oder der Staat? Privatisiert doch endlich den Betrug, weil ihr es nicht könnt. Hört doch endlich auf, die Leute zu bescheißen mit Steuerverschwendung. Lasst die Leute selber machen mit Steuerhinterziehung, dann läuft der Laden. Also ich bin total enttäuscht, dass der Staat so reagiert, wo man sich genauso verhält wie er. Hat denn irgendjemand geglaubt, wir kriegen diese WM legal? Ha, legal läuft doch gar nichts in dem Lande. Legal ist Fußfessel und Hemmschuh. Wer irgendwas noch werden will, der kann es doch nur ohne diesen sesselfurzenden Staat. Na bitte. Ja, na bitte, ist aber ganz schön drastisch. Komm mal. Ha ja, also bitte. Ja, also du musst dem Leben mal ins Auge blicken. Aha. Der Niersbach und der 20er, die werden da angepisst wegen einem ursprünglichen menschlichen Bedürfnis. Steuerhinterziehung. Ja, also, Korruption, Steuerhinterziehung. Ja, 6,7 läppische Millionen für eine WM mit Milliardenumsatz. Ha, Korruption ist doch die Gabe, großzügig zu sein mit Geschenken, in dem Wissen, dass man viel mehr zurückbekommt, als man gegeben hat. Aber wenn ich sowas sage, dann heißt es gleich wieder, ich hetze die Leute damit auf. Also ja, wirklich. Ja, aber da sind Sie nicht der Einzige, dem man sowas nachsagt. Das kann ich Ihnen sagen. So, das sagen die Leute, ich gehöre in den Knast. Ich hetze die Land auf mit meiner Rede. Ich bin nicht normal. I tell you, ich bin der normalste American. Und als normal American, I tell you, wir brauchen mehr Waffen wie den Terroristen, die haben Waffen, wie sie benutzen gegen Amerika. Wir brauchen Waffen an die Schule, solange wie es gibt Muslime und Minderheiten in Amerika. Weil, no, I tell you, weil waffenfreien Schulen in Amerika, das sind eine Einladung an Perverse, an Terroristen. Das sage mir, wie ist die Kalte Krieg zu Ende gegangen? Das sage mir. Du weißt nicht. Durch Aufrüstung. So, da war die Russland gewesen. Oh, haben sie gehabt, SS-20 Raketen. Erstmal wir gehabt haben, mehr Pershing 2 Raketen stationiert in Germany. Da hat die Gorbatschow schon fünfmal zugegeben. Wenn wir hätten nicht gehabt, mehr Atomraketen wie die ganze Russland. Die Kommunismus wäre nicht untergegangen. Da hast du, ganz einfach. Ja. So, erst, wenn wir mehr Waffen haben wie die ganzen Terroristen, erst, wenn wir mehr Kinder umbringen, wie die Kinder umbringen von uns, da werden sie untergehen. Das ist in die ganze Natur so. Die Löwenmänner, sie bringen um die Jungen von den anderen Löwenmänner, damit sie sich verziehen und untergehen. Erst wenn wir mehr Waffen haben wie die anderen, sie werden untergehen. Und wenn du nicht willst, Waffen für Schüler und unbeteiligte Leute, dann mache deine Haustür auf, wenn Diebe sind in der Nähe, das ist pervers. Of course, please, of course, yeah, sure. Da können unbeteiligte Schüler, sie können fallen in Kampf, so. In El Paso, da waren 20. In Dayton, da waren 19 gefallen in Kampf. So, 20 und 9. Was ist das gegen Millionen? Die können arbeiten in der Waffenindustrie.
Was ist das gegen Millionen Familien, die nicht verhungern, weil sie können arbeiten in der Waffenindustrie? Da tell me. In allen ursprünglichen Kulturen, da hat es gegeben Menschenopfer. Ich werde Amerika zurückführen zur ursprünglichen Kultur. Also, wenn man sowas verhindern will, einen politischen Auswichsen, da sollte man diese Leute echt, ich weiß gar nicht, ob man es doch Politiker nennen soll, so oft wechseln wie Pampers. Ah. Ja, und zwar aus demselben Grund. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. Also, dann will ich Sie aber auch nicht länger aufhalten, zumal der FC Bayern ja gerade seine Pampers wechselt. Und ich hoffe, ich habe das überhört. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Vielen Dank, dass Sie da waren, Uli Hoeneß. Und tschüss und alles Gute. Und wir werden ja sehen, meine Damen und Herren, ob der Gegenentwurf der Politik zu Leuten wie Trump etc. ausreicht, wenn zum Beispiel die SPD sich aufstellt mit Duos, die ja wirken wie Mann und Frau in diesen Wetteruhren. Je nach Sturm oder Sonne ist immer ein anderer der Vorteil. Bing, 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 so. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir, Gesine und ich, Ralf Stegner und ich, Gesine Schwan, wir wollen für die SPD da sein im Vorsitz. Wir wollen die SPD stark machen. Wir wollen die SPD nicht auf die lange Bank schieben. Wir machen die SPD zu einem geflügelten Wort. Genau. Wir brauchen keinen Gegner CDU. Wir kämpfen gegen uns selber. Wir leben in einem wunderbaren Land. Das Defizit hat Berliner Flughafen, Stuttgart 21, SPD. Aber wir wollen nicht alles schlecht reden, was schlecht ist. Möchtest du noch was singen? Nein. Ich denke auch, dass ich denke, dass es wichtig ist zu sagen, die SPD ist über 150 Jahre alt. Wir sind die Dinosaurier der Politik. Die sind mal ausgestorben durch eine Klimakatastrophe. Und viele setzen darauf, dass auch die neue Klimakatastrophe dazu führt, dass die SPD ausstirbt. Aber wir wollen unseren Platz bewahren im Naturkundemuseum. Im Naturkundemuseum. Im Naturkundemuseum. Nun, so weit sind wir noch lange nicht. Denn die SPD lebt. Das hat Karl Lauterbach richtig gesagt. Das spüren wir, da bewegt sich etwas. Körperteile der SPD sind ein paar Wochen später nicht mehr an der Stelle, wo sie ein paar Wochen vorher waren. Da ist es natürlich destruktiv und zerstörerisch, wenn zeitgleich mit diesem Satz die SPD lebt, australische Forscher daherkommen und hinausposaunen, dass sich Leichen noch monatelang bewegen. Das hätten sie festgestellt, indem sie SPDler, indem sie Leichen auf den Boden gelegt hätten und mit Kameras dokumentierten, wie sich Arme rührten. Das ist für uns jetzt, gerade für Ralf und mich, besonders schwer in einer Gegenstudie zu beweisen. Wenn sich die SPD bewegt, ist es kein Verwesungsprozess. Diffamation professionell. Genau. Ach so. Nun, aber wie lange leben denn überhaupt Parteien noch, ja, wenn sie nur fordern und nicht fördern, also nichts einhalten? Die Grünen zum Beispiel, ja, fordern weniger Flüge, aber sie haben von den Bundestagsabgeordneten prozentual die meisten Flugdienstreisen. Ja, deswegen ja. Sie setzen sich ein für Umwelt, damit sie mehr fliegen können. Denn sie sollen die Umwelt nicht retten, sie sollen ja nur das schlechte Gewissen befördern. Ja, das nennt man moralischen Freifahrtschein. Ja, sie können etwas Schlechtes tun, wenn sie vorher was Gutes getan haben. Sie kaufen sich ein E-Auto, dafür können sie aber auch fünfmal im Jahr nach Mallorca fliegen. Der Mann macht den Haushalt und wischt feucht auf, dafür kann er der Frau auch mal eine runterhauen. Er hat ja vorher was Gutes getan, ja. Sie fahren SUV, aber sie essen dafür Biotomaten. Sie tun etwas. Verstehen Sie? Ja, machtlos sind wir nur gegen Erdbeben, gegen Taifune, gegen Vulkane, gegen uns. Ja? Wir sind doch der Vulkan der Neuzeit. Wir sind die Überschwemmung. Wir sind der Tsunami. Und wir sind machtlos gegen uns. Nicht einschlafen. Applaus